Männer töten Frauen. Er tat es, weil er sich zurückgewiesen fühlte. Andere töten wegen verletztem Ehrgefühl oder aus Eifersucht. 9 solche Fälle innerhalb von 5 Jahren allein in Bremen. Den Bluttaten geht häufig eine ganze Serie von Übergriffen voraus. Der Polizei fehlen aber oft die Mittel, um potenzielle Täter rechtzeitig in ihre Schranken zu weisen. Die verfügbaren Werkzeuge sind nicht genug, sagt der Bremer Innensenator. Es gibt die Möglichkeit, Partner aus der Wohnung zu verweisen. Es gibt Gefährderansprachen. Wir haben ein enges Netzwerk. Das heißt, es gibt eine Risikobewertung durch die Polizei und. Und dennoch müssen wir feststellen, alle diese Maßnahmen reichen nicht aus. Fußfesseln für potenzielle Täter sollen nun die Wende bringen. In Spanien wird dieses Modell seit über einem Jahrzehnt angewendet. Die Ergebnisse überzeugen den Senator. Das Modell sieht so aus, dass die potenziellen Täter eine Fußfessel tragen. Und wenn diese Personen in die Nähe des möglichen Opfers kommen, wird Alarm ausgelöst. Und das trägt dazu bei, dass in diesem Bereich also die Zahl der Tötungsdelikte gegen Null gegangen ist. Mithilfe der Fußfessel können Sicherheitsbehörden den potenziellen Gewalttäter lokalisieren. Auch die Frauen können sich freiwillig orten lassen. Kommt der Gefährder der Frau zu nahe, kann die Polizei rechtzeitig eingreifen. Auch Bremens Senatorin für Frauen überzeugt das. Die spanische Variante, sage ich jetzt mal, spricht ja für sich. Da ist ja tatsächlich auch einiges passiert, wo man sagen kann, in den Zeiträumen, wo eine Fußfessel tatsächlich im Einsatz war, gab es keine Tötung. Und ich finde das ziemlich überzeugend. Die Frage wird natürlich sein, welche Grundlagen haben wir hier und welche Zeiträume sind dann tatsächlich möglich zur Umsetzung. Wer wie lange eine Fußfessel anlegen muss, soll grundsätzlich von einem Gericht entschieden werden. Es ist natürlich dann Sache von Polizei, das Ganze vorzubereiten und die Gefährdungssituation konkret zu beschreiben. Menschen zu orten, die möglicherweise eine Straftat begehen, das ruft bei nicht wenigen Datenschutzbedenken hervor. Doch der Senat hat sich entschieden. Wir sind so schlecht bezüglich dem, dass wir Frauen Schutz bieten, ganz ehrlich, dass ich finde, wenn das ein Baustein ist, um tatsächlich dann Tötungen zu verhindern, und alle Tötungen haben eine Vorgeschichte, also die fallen ja nicht vom Himmel, dann müssen wir da tätig werden. Der Innensenator will das Polizeigesetz noch in diesem Jahr entsprechend ändern. In der Hoffnung, Männer daran zu hindern, Frauen zu töten.